Germany. Nicht mehr Twitch Clips Germany, sondern jetzt Stream Clips Germany und ich werde mich daran nie gewöhnen. Folge Nummer 242 mit Hooters in den USA und Verlobungsring. Lehnen Sie sich zurück, holen Sie sich etwas Popcorn, holen Sie sich einen Tee oder einen Kaffee und los geht's mit der Folge. Mann, lange nicht mehr gemacht. Willkommen im Blutshop Koblenz. Ich bin der Lami und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei Stream Clips Germany. Let's Dankeschön. Go. Ob das eine Überwachungskamera war? Nee, ich glaube die Livestream, ne? Das finde ich ja auch ein cooles Konzept oder so, Shops, die Livestream nebenbei. Das eine Etage drunter stellen erstmal. Oder? Ey, das ist ja bescheuert. Was machst du denn? Was? So. Jetzt müssen wir das Dach da drauf bauen. Aber das war doch ein Dach! Nee, das war kein Dach, das war ein schräges Holzdach. So. Ja, dann hab ich doch gebaut! Weißt du, wie viel Arbeit das war? Warte mal. Ja. Tja. Also, ne, wenn gesagt wird, das ist kein Dach und da muss jetzt ein anderes Dach hin, ne? Da kommt da jetzt ein anderes Dach hin, ne? Also, kommt da jetzt ein anderes Dach hin? Ich kann das Video noch ein bisschen lauter machen. Ich mach's mal ein bisschen lauter. Das Ding ist, ich möchte nicht so krass drüber schreien müssen. Wir lassen es mal so hier und gucken mal, wie es dann ist. Und Cobra vom Mars, Dankeschön für den vierten Monat. Dankeschön. Wollt ihr eigentlich die Kategorie sehen? Die stimmt halt oft sowieso nicht, die Kategorie. Aber ich, das Ding ist irgendwie, ich weiß nicht wieso. Irgendwie, in der neuen OBS-Version kann ich irgendwie nicht mehr so easy zwei Sachen... Ach doch, jetzt geht's wieder. Guck mal, gestern hat's nicht funktioniert, dass ich zwei Sachen gleichzeitig verschiebe. Gut, also, ne? Ihr seid schuld, ihr habt nämlich nicht Ausrufezeichen down eingegeben in den Chat. Ja. Auf nichts ist Verlass. Warte mal, ich guck mal kurz raus. Ich guck mal wenigstens aus dem Fenster, Chat. Okay, ich guck jetzt das erste Mal aus dem Fenster, seit einer Woche. Mal rausgucken, die Sonne ist so hell in meinen Augen. Ich kann nicht mal rausgucken. Oh mein Gott. Wir sind in... Average Gamer. Average Gamer Experience. Average Extroverted Gamer Experience. Mhm. Wir sind zusammen quasi in den Urlaub gegangen mal mit der Familie, mit so Tante, Onkel, Mama, Papa. Und wir waren in Österreich. Und eines Abends waren die beiden so auf einmal weg. Also meine Tante und meine Mutter, die waren so... Das sind jetzt schon bestimmt 10 Sekunden und es geht noch nicht um Fäkalien. Ich hab Hoffnung. Weg und waren so, die waren auch so ganz verdächtig am Andeuten, dass sie gleich mal so in den Gassen umherlaufen. Und kein Scheiß, in Minecraft, die kommen wieder und die haben mir fucking Joints besorgt. In der Hoffnung, dass wenn ich die Joints rauche, dass ich endlich mal locker werde und nicht mehr so eine einsame, seltsame Fotze bin. Die waren so, Marihuana löst unser Problem. Ich wiederhole mich, der durchschnittliche extrovertierte Streamer. Aber warum denn in Minecraft? Das habe ich nicht verstanden. By the way, ich möchte mal anmerken, das ist schon eine richtig coole Idee, dass ihr VTuber-Modell einfach beim Synaptica-Spielen Schnorchel auf hat. Das ist richtig süß. Aber ja, das scheint so ein bisschen das Thema dieser Folge zu sein, ne? Typische introvertierte Gamer, die so fucking weird sind, dass andere Leute ihnen Joints holen, damit sie mal locker werden. Ja, Chat, was sagt ihr dazu, Chat? Was sagt ihr zu eurer Verteidigung? Und hoffentlich mit Vitamin D. Boah, ich hätte gerade so um ein Haar meine Tasse fallen lassen, ne? Ich habe gerade so, ich habe halt in dem Moment gerade so meine Tasse genommen und ich habe gemerkt, wie meine Finger so einmal kurz so gezuckt haben beim Jumpscare. Die wäre fast so, wäre fast was geworden. Also, oh, das war das Falsche. Wäre fast was geworden hier. Gleich. Oh. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und ich sage, die süßeste Katze auf Twitch.
Also natürlich, bis ich mir dann eine Katze geholt habe, dann ist natürlich meine Katze die süßeste, ist ja klar, ne? Aber bis dahin lehne ich mich aus dem Fenster und sage, die süßeste Katze auf Twitch. Und er hat Hasse diesen Chikovici, Kater. Hallöchen, da gesteckt mit 11. Monat. Jetzt können wir hier ganz entspannt hochfahren. Oben keine automatischen Geschütze. Ich wollte gerade sagen, bei Black Mesa ist nichts so entspannt. Ich hab das nicht. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht von einem Mob irgendwie überrascht werde hier. Es ist Elden Ring, was hast du erwartet, Alter? Ja. Ja, ganz schlechte Idee, in Elden Ring zu sagen, ich hoffe, ich werde hier nicht von einem Mob überwischt. Überwischt? Kinder, für die Leute, die das hier im Nachhinein vielleicht auf YouTube oder so sehen, ne? Ich habe seit 2 Tagen keinen Kaffee getrunken. Ich sitze hier mit Tee. Ja, also jegliche nicht vorhandene Gehirnleistung, die schieben wir heute darauf, okay? Das ist heute wird alles verziehen. Wisst ihr, das ist okay. Und Nephelia, Dankeschön für den 2. Monat, Dankeschön, Dankeschön. Hä? Jetzt kommen die und retten uns? No, Himmelarsch und Bohnensuppe! Entschuldigung, aber ich denke, wir ziehen uns einfach auf YouTube das Ende rein. Das ist aber gerade sehr schnell sehr süddeutsch geworden. Das habe ich so nicht kommen sehen. Auch der Dialekt-Switch auf einmal so, bäm. What? Oh. Stop and look at you, my heart it starts to bloom. And my legs and arms they crumble when you walk into the room. Now I'm falling for you, I hope you're falling for me. And I'm falling so hard that I am head over heels. Die gute Momo. Noch so einer dieser Streamer, die tatsächlich Talent haben. Ich will gar nicht so genau wissen, was da gerade passiert. Nur ich fürchte, wenn wir es bei diesem Standbild belassen, könnte es sogar schlimmer sein, als es eigentlich ist. Aber der Song gerade hat einen echt interessanten Text, ne? Was ist denn My legs and arms crumble when you come into the room? Fallen dem Menschen dann so wie bei Atomic Art so die Gliedmaßen ab, wenn der die Person sieht, in die er verknallt ist? Oder wie? Also. Okay, also eigentlich sage ich das nur, weil ich Angst vor dem nächsten Clip habe. Ich bin ganz ehrlich. Weil ich bin mir ziemlich sicher, das waren Matteos Hände da im Hintergrund. Das macht es noch viel schlimmer. Die locken sich wieder. Schön. Oh, das tut richtig gut. Ja. Den ganzen Alltagsstress vergessen. Fühle mich irgendwie belästigt. Irgendwie fühle ich mich nicht wohl gerade. Irgendwie das. Annie Spike, danke schön für den 4. Monat, danke schön, danke schön. Im Jetzt und Hier sein. Ist gut, dass du die Farbe in die Stirn einmassierst. Ja. Und das habe ich vorher jeden Mittwoch gemacht.
Das erklärt ja so einiges. Denkt einfach an eine Zahl von 1 bis 10 und ratet sie gegenseitig. Okay, ich habe eine jetzt. Ja, ich muss die ja erst im Stream zeigen. Ja, ich muss die festlegen. Du guckst, okay, du guckst weg. Ich guck weg und du zeigst die jetzt. Okay. Okay? Okay, jetzt guckst du weg und ich zeig meine Zahl. Okay. Okay, okay. Und? Du sagst die 7. Ich sag auch die 7. Hä? Hast du die 7? Ich hab die 7. Ich hab auch die 7. Magie. Chat, Magie. Magie. Aber nicht so viel Magie wie Magie. Weiter geht's. Ach, komm mal, nein, nein, nein. Junge! Genauso würde das aussehen, wenn ich das spielen würde, ne? Ganz genau so. Ganz genau so. Ganz genau so. So, ich bleib jetzt einfach stehen. Gut. Das ist ja... Ist Deutschland. D.E. Das ist aber ganz schön rundes Deutschland. Hier haben wir Polen. Nein, absolut. Hä? Absolut nicht passiert. Let me cook. No, also wenn du es nicht vorhast, nachher einmal komplett umzudrehen. Dann hier noch. Haben wir Österreich. Oh. Warte, warte. Frankreich. Hier. Why did you draw a pee-pee, though? Oder da oben ist auch Frankreich, glaube ich. Das war doch gerade extra, oder? Das war doch gerade extra. War das nicht dieselbe, die auch schon die Karte gemalt hat, mit hier, wo Süden und Osten... Nee, was war vertauscht? Irgendwas mit Süden war und Osten und Westen war auch vertauscht, oder? Ich weiß nicht mehr. Lange her. Willkommen! In der Hölle! Was spielt denn Kapuzzi da schon wieder? Shit! Ich mag nicht! Was spielt denn Kapuzzi da schon wieder für Spiele? Tu's nicht! Ich hab dich schon gemeint! Ich hab das Gefühl, die tun nämlich so gut, die Spiele. Guck mal, Leute, das passiert nämlich, wenn man jede Woche SCG macht, ohne halt mal einen Monat Pause zu machen. Ne? Das tut einem nicht gut. Ich sag's euch, das ist. Macht Dinge mit einem. Das ist, ne? Seht ihr, was dabei rumkommt, ne? Ja? Was ist, wenn der Geier ausstirbt? Dann bist du der hässlichste Vogel. Bitte was? Also entschuldigen Sie. Sagen Sie einmal, das Einzige, was dich gerade schützt, sind deine 100 Bits, die du mit dazugelegt hast. Ich glaube, ich spinne. Danke. Ball? Wir haben Ball. Heute ist Bällchen. Na. Gab es den nicht schon mal, den Clip? Ich habe das Gefühl, es passiert mehreren Leuten. So, jetzt bin ich mal gespannt hier, ne? Adam bei Hooters, was ist denn bei rumgekommen? Kommt da jetzt der Verlobungsring ins Spiel? Chat. Das ist nichts für eure jungfräulichen Bienenäuglein, ja? Bitte bedecken Sie sich die Facettenaugen, ja? Das ist ganz, ganz schlimmer Content hier, ne? Das ist eine gute Arbeiterbiene, darf sowas nicht im Kopf haben. Das lenkt die nur von der Arbeit ab. Das tut euch nicht gut, mein lieben Bienchen, ne? Sound only ab jetzt. Und der Tommerlöchen. Wir haben schon die Hälfte. Also er hat wirklich sehr konzentriert auf seine Fritte geschaut. Also es muss eine ganz besondere Curly Fry gewesen sein. Die wurde bestimmt so ganz USA geheimgezeptmäßig frittiert, ne? Deswegen hat er sie ganz genau gemustert, die Pommes frites, weil die halt so besonders und anders war. Da hat er seine Umgebung gar nicht mitbekommen, weil er so krass auf diese Fritte konzentriert war. Ja.
Schnell helfen, was meine Fangchance? 0,16%. We take those. 3%. Let's go. Easy, gar kein Problem. Was? Die dritte Spur. Moment. Nicht eine Person schreibt ab. Nicht eine Person schreibt ab. Das passiert, wenn man euch einen Funken Demokratie gibt. Wisst ihr, das ist... Nichts passiert mehr hier. Dankeschön. Warum hat Ina ein Emote von einem Katzenpopo, der in einer Waschmaschine steckt eigentlich? Man, I love fishing. Darf der LKW nicht nutzen wegen sowas? Das ist ein gutes Beispiel gewesen, oder? Entschuldigung, sie sind mir ein bisschen zu langsam. Ich meine, wozu fährt man einen LKW, wenn nicht dafür, oder? Also was ist der Sinn von einem LKW, wenn nicht einfach andere Autos aus dem Weg schieben? Ja, da kann man mehr Dinge mit transportieren. Komm, jetzt kommen wir doch nicht mit sowas. Das ist doch nur eine Ausrede. Der eigentliche Grund für einen LKW, ne, habt ihr gerade gesehen. Geht's gut? Ja. Ha, kannst nicht durch, ne? Oh, das wird er so bereuen. Das wird er so bereuen. Aber stabil gehalten für den Jumpscare. Also das war schon ein mieser Jumpscare. Stabil gehalten, muss ich sagen. Stabil gehalten. So ein, zwei andere Leute, die regelmäßig in den Compilations drin sind, die wären jetzt einfach gestorben. Strudi, dankeschön für den dritten Monat. Dankeschön. Ja, eigentlich wollte ich heute die Map erkunden. Oh. Ah, das scheint gut zu laufen da. Holzfoundation war auf jeden Fall eine gute Idee. Definitiv, ja. Where do you go, my love? Nirgendwo mehr hin. Moment. By the way, ich habe für eine kurze Sekunde, ne, ich habe ja hier neue Overlays und so, und für einen kurzen Moment habe ich drüber nachgedacht, mal so ein richtiges professionelles Reaction-Overlay in Auftrag zu geben, ne, mit irgendwie hier so Kamera und da so Chat und da dann das Fenster, wie das bei den beiden ist, ne, dass man die Kamera nicht mehr so durch die Gegend schiebt wie hier. Aber dann dachte ich mir so, ne, das wäre ja Stilbruch, weißt du? Ne. Die fliegende Kamera hat hier Tradition. Das macht ja jeder. Das ist ja langweilig. Und holy shit, dieser Sound war gerade wirklich sehr stereo. Ja! Aber schön, dass es sie doppelt erwischt hat. Aber ich muss sagen, mich hat es gerade auch erwischt. Und deshalb, wo ich den Sound schon Ewigkeiten kenne, die haben den irgendwie noch mal besser gemacht, den Sound. Der klingt jetzt noch mehr Stereo als davor. Der klingt jetzt, als wäre er irgendwie hinter deinem linken Ohr. Das ist hammer weird. Richtig ASMR-mäßig. Kastig. Und jetzt haben wir noch eine Ultrasphäre. Bitte. Bitte. Das ist nicht wahr! Was? Ehrlich, Mann. Naja, vielleicht liegt es daran, dass er versucht, eine Katze zu fangen. Und wir wissen ja alle, dass Funk in Wahrheit einfach nur Gronkh mit so einem Hut auf ist, ne? Mit so einem glatzen Hut. Das wissen wir ja alle. Ne? Da würde ich mich als Katze auch nicht fangen lassen. Also. Deswegen, also ich verstehe Leute, die sich nicht alle holen. Weil das. What the fuck? Gronkh hätte die Katze gefangen. Also vielleicht mit einer Knarre, aber er hätte dann die Katze. Von lebendig ist ja hier nicht die Rede, ne? Moment, meine lieben Freuds. Moment. Ich bereue gerade vielleicht doch so ein bisschen, dass ich kein Overlay habe machen lassen. Naja.
Mir okay, fehlt das, da kommt Olli, wenn Olli nicht sagt, warum hast du das gekauft, ohne dass wir darüber geredet haben? Wir können uns das doch gar nicht leisten. Die Miete konnten wir schon nicht bezahlen. Und dein Penis ist nur so groß, wie ich gerade gezeigt habe. Du hast gesagt, du machst was dagegen. Jetzt ist das für die OP schon wieder draufgegangen für mehr Tonequipment. Ich fasse es nicht, Olli. Ich finde das unerträglich mit dir. Da, du dahin, jetzt da, auf Fenster. Da sollte mein begehbarer Kleiderschrank hin. Nicht wieder irgendein Scheiß für deinen Ton. Na, und wo passt der jetzt? Gar nicht, weil das Geld weg ist. Ist so. Und eigentlich... Das Ding ist, die haben das gar nicht nachsynchronisiert. Die haben da nur gerade einen Stimmfilter drüber gelegt, weil das ist ganz genau, was gesagt wurde. 1:1, ganz genau so verlief dieses Gespräch. Ja. Und Trondlover, Dankeschön dir für den vierten Monat. Dankeschön, Dankeschön. Ach, Scheiße. Overlay, Schmoverlay. Zu meiner Zeit gab's sowas nicht, ne? Wir brauchen hier kein Overlay. Ja, diese der neue moderne Scheiße wie ein Overlay. Die da drauf geklickt hat. Warte. So. Was das. Was ist das für eine Cam? Was. Warum? Okay. Mhm. Ich merke schon, ich habe viel verpasst in der Zeit, wo ich nicht da war. Ich habe viel verpasst, merke ich schon. Also, das Haus hier ist in Berlin. Schön gelegen. Direkt an dem Fluss. Sorry, ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit meinen Schwestern vom gegenüberliegenden Clan. Tut mir leid, wir mussten das einmal klären, ganz schwesterlich. Aber ist jetzt, die Fronten stehen jetzt wieder, ist jetzt wieder Ruhe, sorry, muss mal sein. Hör ganz Fenster offen, tut mir leid, also heute ist noch relativ ruhig. Das kann, manchmal sind die Nachbarn ein bisschen laut, das ist halt Berlin, das ist Berlin, deswegen lebt man hier. Aber ne, manchmal muss man Dinge in die eigene Hand nehmen, manchmal muss man Dinge halt klären, ne, tut mir leid. Ne, also wo ein Omelett gemacht wird, müssen auch ein paar Eier zerschlagen werden, ne, tut mir leid für die kurze Ruhestörung. Aber jetzt alles wieder gut, ne, passiert, ja. Die Wohnung hat aber einen... Warum hast du einen Orang-Utan als Kamera und warum ist Petersilie auf dem Orang-Utan? Ich dachte erst, das wäre Kotze. Aber es sind Petersilie-Stückchen. Kannst du mir das mal erklären? Ist ein bisschen schneller geschnitten, die Folge. Ist mir schon aufgefallen. Das glaube ich ganz gut. Drei Zimmer, alle sind klein. 3000 Euro warm. Also so 20 Quadratmeter. Also das ist schon ein Luxusding, ne? Ja. So ist es. Castro, Hallöchen und Jack Mörler, Hallöchen. Scheiße. Kacke. Scheiße. Wie heißt es doch mal, wenn Autos tuten? Wie heißt das denn? Das ist allein, also allein der Clip, der hätte ja auch schon gereicht für Streamclips Germany. Und jetzt wird noch einer oben drauf gelegt, okay? Nein, bremse. Nein, hört auf, das zu klippen! Ah, was immer sehr gut funktioniert, wenn man nicht will, dass was geklippt wird, dann sagt man dem Chat, bitte klippt das nicht. Funktioniert immer sehr gut. Mhm. Finger über die. Das mache ich auch jeden Tag. Also, meine Finger sind gut trainiert. Mhm. Alter. Ey, was für ein Arsch. Was mit deinem Auge passiert? Wir müssen ja auch noch Elden Ring zu Ende spielen, ne? Bevor das DLC rauskommt, habe ich euch versprochen. Das wird ein Spaß, das wird super, das wird ganz toll. Da freue ich mich schon drauf. Diese wunderschönen Souls-like-Clips, die sind, Weißt du noch, wie ich, vor ein paar Tagen... Das ist... Nee, das sag ich jetzt. Nee, ich wollte gerade was sagen, aber ich glaube, es wäre welchen. Nee. Erzähl mal weiter. Erzählt habe, dass ich manchmal extra länger auf der Toilette sitze,
um mich mit feuchtem Toilettenpapier abzuwischen. Gestern war es wieder soweit, aber womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass ich, während ich da zu schaffen war, dass mein Auge anfangen würde zu jucken. Und wie durch Reflex bin ich halt mit der gleichen Hand, mit der ich unten rumgespielt habe, in mein Auge rein. Eh immer mal da haben. Obwohl ich finde ja auch, also ich finde auch mittlerweile, es kommt. Ist das nicht eigentlich der Job von der lieben VTuberin, wo es immer um Fäkalien geht? Vielleicht sollten die sich mal zusammentun und irgendwie einen Co-Stream machen oder so. Ich glaube, die hätten gute Geschichten zu erzählen, oder? Haben die schon mal zusammen gestreamt? Ich bin da nicht so im Bilde. Ich habe auch leider gerade den Namen vergessen, tut mir leid. Aber zum Trost, ich merke mir den Namen von niemandem. Also ist nichts Persönliches. ich habe da das Gefühl, die können zusammen Twitch sprengen. Nee, ich meine nicht Milchbaum, ich meine Asche, meine ich. Asche. Asche ist doch hier, ne? Das hat auch ein paar gute Clips in die Richtung. Komm, natürlich, ich weiß nicht, bist du jetzt Zuhälter? Wir zügeln das Pferd von hinten auf oder so. Nee, zäumen. Zäumen das Pferd von hinten auf? Satteln das Pferd von hinten auf? Wie geht der Spruch? Ich wüsste nicht, wie der Spruch richtig geht. Wir satteln das Pferd von hinten auf, wir zügeln das Pferd von hinten auf, wir säumen das Pferd, das klingt alles richtig. Ich habe auch nicht so viel Ahnung von Pferden. Was lässt du alles über das Mischpult laufen? Eigentlich nur meine Katze. Das ist meine Predigt. Esst mehr Kaffee. Mann! Sogar SCG mobbt mich, Alter. Ach Mann, ihr könnt mich alle mal. Matcha. Kalter Matcha. Ist auch viel besser als Kaffee. Also, ihr könnt mir gar nichts. Ganz toll. Ganz toll. Ja, super. Ja, Schios, Dankstil für den zweiten Monat. Mobilradio, Dankstil für den 33. Monat. Cocktails. Cocktails, auch ein komisches Wort, ne? Cocktail, einfach Schwanz, Schwanz. Hey, ich hätte gerne einen Schwanz, Schwanz. Kannst du ein Schirmchen oben drauf machen? Weird. Warum ist unsere Sprache so? Wieso? Warum? Ist euch das noch nie aufgefallen? Ich muss da jedes Mal dran denken, wenn ich mir einen Cocktail bestelle. Das ist immer komisch. Oh mein Gott, Benny! Okay, das ist Benny. Auch komisch. Holy shit. Was macht man nein, da? Nein! Nein, Pferd! Es bringt auch sehr viel, wenn ich mich weiter zur Seite beuge, um zu sehen, wo das Pferd landet. Ja, das bringt was. Das ist ein typischer Gamer-Hack, ne? Das bringt tatsächlich was, ja. Auch in Rennspielen, man muss immer so, ne? Genau so funktioniert das. Ja, geh raus, du schaffst es. Nach rechts drehen, nein, ein Stück nach hinten, geradeaus. Andere sehen 180 Grad. Hier zu mir, zu folgt meiner Stimme, drück nein, du warst da. Ein Schritt nach links, gedrückt, ja, du hast es. Hat André abgenommen? Ja, an Wichtigkeit, sehr viel. An der Relevanz im Social Media, sehr viel sogar. Jawohl. Oh la la, erster Kill des, ach nee, ist nicht erster Kill, ist der dritte schon, ne? War schon ein guter Shot. Dass ihr ein Blech, was ihr habt, die Schräge kommt nach vorne, korrekt? Nein, die Schräge kommt nach hinten, Chat. Das ist extra für hinten, damit die Umluft umgeleitet wird. Damit sich das im Ofen verteilt. Echt? Wie sollst du das hinkriegen? Ich dachte immer, das wäre, damit man das besser greifen kann vorne, das Blech. Dachte ich. Wieder was gelernt hier. Wieder Bildungsauftrag erfüllt, würde ich sagen. Indem ich mich selber schlage.
ganz einfach, der Krieger. Mach mir nach, ja? Jetzt schreibt der Erste im Chat schon Quatsch. Also ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. I don't know. Ihr könnt ja mal gerade einen Deep Dive machen und ein 20-Seiten-Paper darüber schreiben und mir dann Ende des Streams die Ergebnisse präsentieren. Mit so einer PowerPoint-Präsentation. Macht mal, es interessiert mich jetzt. Wie sollst du das hinkriegen? Hä, indem ich mich selber schlage. Ganz einfach, der Krieger, mach mir nach, ja? Du nimmst deine Hand und dann bewegst du deine Hand in deine Richtung. Und dann macht es... Oh. Ich wollte meine Hand kurz davor stoppen, aber vielleicht habe ich es vergessen. Wisst ihr, wie man das bei Theater und so macht? Lustigerweise, ich habe so eine kleine Fragerunde auf Instagram gemacht und einer hat auch irgendwas tatsächlich von Impro-Theater geschrieben. Und tatsächlich, ich habe mal Theater gespielt, so in meiner Teenie-Zeit. Weil das war damals so ziemlich das einzige Freizeitprogramm, was halt gratis war, halt irgendwie Theater spielen. Deswegen habe ich eine Weile Theater gespielt. Aber ich fand das gegen Ende halt richtig cringe und richtig scheiße. Nichts gegen Theaterleute, ne? Nur ich selber, wir haben doch ganz komische Sachen immer gespielt und so, muss man sagen, ne? Es war immer so, das symbolisiert jetzt die Leere der Gesellschaft. Und du dachtest dir so, war einfach nur komisch so. Aber eine Sache, die ich da gelernt habe, ist zum Beispiel, wie man Ohrfeigen vortäuscht. So, wenn man beim Theater, jetzt geht's los, wenn man beim Theater so tut, als würde man jemanden schlagen, derjenige ist da, dann macht man kurz davor seine Hand davor. Also, ne, du sollst jemandem so eine Ohrfeige geben. Und du machst das, indem du kurz davor deine Hand vor sein Gesicht machst und dann so. Und dann hast du halt den Soundeffekt noch dazu von der Ohrfeige. Du machst halt. Und derjenige muss halt mitspielen. Derjenige muss halt machen in dem Moment. Und in dem Moment, wenn man das halt schnell macht und also die Zuschauer sind ja auch abgelenkt und so, dann haut das tatsächlich ganz gut hin. Das kann man recht realistisch machen. Vor allem, wenn halt derjenige, der mitspielt, dann auch ein bisschen Drama draus macht, so, ne? Also, wenn er mal, keine Ahnung, Lust habt, mit euren Freunden eine Prügelei vorzutäuschen, ne, damit dann Leute irgendwie besorgt angerannt kommen oder so, es funktioniert ganz gut. Ja. Eine spezielle Gruppe von Theaterleuten sind sehr speziell. Ja, oder ihr schlagt euren Freunden halt direkt in die Fresse, ne? Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also, besten Freunden könnt ihr auch direkt in die Fresse schlagen, ne? So Leuten, die ihr nur so ein bisschen kennt, da würde ich dann lieber die Variante nehmen. Das kommt dann so ein bisschen komisch, ne? Falls mal wieder Trolle los reinkommen hier in den Chat und mich richtig anpissen, habe ich jetzt den perfekten Knopf dafür. Suki hat einfach das coolste VTuber-Overlay. Es ist einfach so, Suki hat einfach das coolste und beste VTuber-Overlay. Es ist einfach herrlich. Einfach super. Es gibt tatsächlich nichts Besseres, als zu essen, wenn andere Menschen hungern müssen. Und dem dabei zuzuschauen, das ist toll. Seven vs. Wild gucken und sich erstmal einen fetten Döner reinziehen und sich sagen, haha, ihr habt nichts zu essen, ihr Penner. Klingt eigentlich nach Spaß. Eigentlich eine gute Abendbeschäftigung. Obwohl, sieht gar nicht so kacke aus. Ah, schade. Moment, Herr Gregor Onk, keine Sorge, ich verschieb meine Kamera. Den kleinen Neustreamern muss ja auch eine Chance gegeben werden, ne? So, Kreuzworträtsel 1. Täglich neu. Klicken Sie immer zuerst auf die Frage im Kästchen. Ich bin schon mit der Beschreibung überfordert, weil ich wüsste jetzt nicht genau, wo ich hinklicken müsste. Aber gucken wir mal. Okay. Und für Leute, die sich gefragt haben, der Deep Dive wurde gemacht. Das mit dem Backblech, das stimmt. Wusste ich auch noch nicht. Ich bin jetzt schlauer als vorher. Dann. Wie nannten die das? Kultivierte Singles? Kultivierte Singles schaffen sich den Arsch abzuwischen, ohne sich dabei ins Auge zu fassen? Oder was ist ein kultivierter Single? Wie muss man das jetzt auffassen?
kultiviert, das klingt so wie ein gut dressiertes Tier oder so. Moment. So. Mhm. Das Stubenrein. Ja, Matze, du wolltest doch sowieso einen Dark Souls Blindrun machen, oder? Wie, du musst sehen, um Dark Souls zu spielen. Git gut. Immer diese Noobs. Unfassbar. Boah, jetzt habe ich den scheiß Vorhang gezmalt, weil ich wieder so eine scheiß dumme Kacke machen muss. Alter! Hoffe bei Ey, das haben wir doch auch gespielt hier, Park Beyond. Das war doch das Spiel mit den zweideutigen Karussells. Ich erinnere mich. Ja? Das Liebeskarussell war wunderbar. Hier brennt da gerade alles im Park. Oh. Oh Gott! Hilfe! What the fuck? Ich wusste nicht, dass ich das ausbreiten kann! Vor allem Wolfgang mit dem Sana-Kaffee-T-Shirt. Aber wir gehen einfach zum Feuer und braten da jetzt irgendwas. Brennt sie sich selber an? Natürlich. Natürlich. Ich will nämlich nicht zu schräg stehen eigentlich. Das sieht irgendwie sehr falsch aus. Ich wusste gar nicht, dass Disney inzwischen so eine Art Erwachsenenfilmchen macht. Das ist ja also... Ich hätte mal gedacht, die hätten Zielgruppe Kinder ursprünglich, aber anscheinend haben die da auch neue Märkte sich erschlossen. Irgendwie sehr falsch aus. Ich mach da jetzt einfach so nach Gefühl, ne? Perspektive nur vom Boden. Ach du Scheiße, meine Hose ist gerissen. Fuck my life. Ja, ist doch scheiße auch. Jetzt meine Hose gerissen. Ich pack's nicht. Hatte aber noch mal Glück gehabt, ne? Also wenn er jetzt den grellpinken Tanga drunter angehabt hätte, hätte noch schlimmer sein können, ne? Apropos noch schlimmer, wir sind beim Milchbomb-Clip angefangen. Alle brüsten sich. Wir halten uns alle einmal an den Seitenlehnen unseres Stuhls fest. Jetzt geht's los. Aber ein schönes Regal, voll die gute Idee mit den Birkendingern. Oh, zum Glück war es kein Glas! Habt ihr auch das Problem, dass seit einigen Tagen fast alle Streams der Sound unsynchron zum Video ist? Oh. Und in dem Moment friert die Kamera ein. Das ist creepy as fuck. Outfits? Wow, ja! Das nenne ich mal Dedication zu einem Spiel, Alter. So, stylischer Baby. Rennt das jetzt auch ab? Warte mal. Hab ich jetzt ein lachendes Gesicht gemacht? Ja, Julia Pnutnut. Egal, ich wollte gerade meine Kamera verschieben. Was war das denn gerade? Guck mal, deswegen lasse ich euch nicht mit Kanalpunkten irgendwie Jumpscares oder sowas machen, ne? Das überlebe ich nicht, Leute. Das macht mein Herz nicht mehr mit. Gesicht gemacht? Ja, Julia Pnutnut. Oh mein Gott! IB187 hat dich erschreckt. Aber die hat das sogar programmiert, dass ihre Lampe dann ausgeht, oder? Das ist ja, also... Wow, in anderen Streams wird ja sogar technisch was geboten. Das wird mir ja nicht ins Stream kommen, ne? Okay, ich kaufe es, dann befriedige ich mich damit. Aber ich esse es nicht. Was ist es? Eine Gurke! Okay. The face of regret. Aber mit welcher Inbrunst die es rausgeschrien hat. Ah, schön. Schön, schön. Mhm.
Du kannst theoretisch auch dabben, aber dafür musst du mit Alt erstmal das entsperren und dann F4 drücken. Dann kannst du dabben machen. Als ob. Ich sage hey! Wow, oh, da ist gerade einer rausgekommen. Da ist jemand rausgekommen! Oh nein, das haben geklappt. Zwei Leute sogar. Oh mein Gott. Banane. Apfelkirsch. Also das Alt F4 immer noch funktioniert teilweise, ne? Heutzutage ist schon krass. Orange. Oh, oh, oh! Nein! Das ist gerade nicht passiert! Das ist gerade nicht passiert! Wie gemein, Alter. Die armen anderen. Oh. Oh. Wenn du Geld in der Tasche hast, vergiss dich nicht. Okay, ich oh, Freundschaft zu Ende. Jetzt hört's wieder auf. Oh mein Gott, Charlie! Das war der Katze jetzt zu kitschig, du, diese Pussy-Scheiße macht die Katze nicht mit. Das ist ja ekelhaft, das ist ja räudig. Naja. Zieh du den mal. Nee, mach du gut mal. Zum Lippenstift. Mach du mal. Nee, komm mal dran. Nee, auf gar keinen Fall. Nein. Was ist dir passiert, Kollege? Da war fast der Verlobungsring. Fast. Ja, fast reingebetet. Er wurde zerfetzt. Ja. Ach so. Jetzt aufpassen, ey. I got this, bro. I got this. Oh, oh, nein! Ja, tja. Ich finde das krass, dass so viele noch Fall Guys spielen, ey. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass immer noch so ein Ding ist nach so langer Zeit. Und der Shaki, Hallöchen, Hallöchen. Alter, ich werf einfach random, komplett random irgendwas weg und ich wusste nicht, was es war. Vergessen, dass ich eine Granate in der Hand habe. Alter, das passiert dem Besten mal, ne? Also, again, ne? Hier Berliner Catfights mit konkurrierenden Girl-Clans, ne? Das ist mir da auch, also, ne? Passiert da auch mal, also, ne? Kennt man. So, hier sehen Sie die einzig wahre Art und Weise, Sims zu spielen, ne? Weil, wer das nicht weiß, Sims ist gar keine Live-Simulation. Sims ist einfach nur ein Folterspiel für Frauen, so. Also dieses, oh, du spielst jemanden und der geht zur Arbeit und dann hat er da irgendwie Freunde und so, das ist alles nur Tarnung, damit das Spiel nicht verboten wird. Alles, was wir darin machen, ist Leiter vom Pool entfernen, Leute anzünden. Das ist die einzig wahre Art, wie man Sims spielt, ne? Falls ihr es noch nicht wusstet. Ist keine Lebenssimulation, ist eine Lebensbeendensimulation. Genauso, Chat, ja. Ganz ehrlich, was ist bitte das für ein grandioses Bild? Was sag ich? Habt ihr die Lache gehört? Ja. Und RTL 2 denkt immer noch, Shooter wären das Problem. Wartet mal, bis die RimWorld entdecken, ne? Ist aber hier vorbei. Oh, mein Knie hat geknackt beim Tanzen. Oh, ich bin alt. Ich hab nur getanzt und mein Knie hat geknackt. Oh Gott, ich bin knieknacks alt. Geht raus. Und was, wie krank sich fühlt. Was für eine Mega-Donation. Oh, ja, war jetzt aber persönlich, du, das war jetzt aber, also, wow. Also, wir sprachen drüber, ne, doch nicht auf diese unerfahrenen kleinen Jungstreamer, das ist voll gemein, das macht, nach unten treten ist nicht okay, ja, wir sprachen drüber, ja. It was my pleasure. Are you well? I am. My Warren and I have been waiting a long time. Ist ein Scherz, oder?
Was würde dir dabei helfen? Und guck mal, genau deswegen, wegen solchen Szenen, warte ich mies gespannt auf das nächste Far Cry. Weil ich weiß nicht, jeder meckert immer über Ubisoft Games und Ubisoft Formel und so und ist ja auch teilweise berechtigt. Aber nur in so Spielen, in dem Fall ist jetzt Assassin's Creed, aber Far Cry ist ja genauso, nur in solchen Spielen hat man so geile Situationen einfach, wenn du gerade mit irgendeinem NPC redest und in der Sekunde wird er von irgendeiner random Bombe weggesprengt. So, es ist einfach herrlich. Ich vermisse das sehr. Ich hoffe, Ubisoft kündigt da bald mal was an hier. Ja. Was würde dir dabei helfen, in einer Zombie-Apokalypse zu überleben? Ja, zum Beispiel nicht 150 plus Kilo zu wiegen, grundsätzlich scheiße im Zielen zu sein, absolut kurzsichtig und unfunktional ohne meine Brille zu sein. Und ich glaube, mir würde es auch nicht unbedingt schaden, wenn ich in irgendeiner Variante sportlich begabt wäre. Und das ist auch gut. Wahrscheinlich. Woran würde ich verrecken in einer Zombie-Apokalypse? Chat, woran würde ich verrecken in einer Zombie-Apokalypse? Ich wäre zu faul zum Wegrennen. Ich glaube, es würde an der mangelnden Lebensmotivation scheitern. Während alle so wären so, oh mein Gott, ich muss rennen, oh mein Gott, ich muss survivalen, ich wäre so, oh nee, das klingt richtig scheiße, nee. So diese ganzen Charaktere, so in den ganzen Zombie-Apokalypsen-Filmen, die so sind so, unser Leben ist seit 10 Jahren die Hölle, jeder Tag ist eine Qual, aber wir müssen überleben. Ich wäre wahrscheinlich einfach nur so, nee, lass mal, nee. Nee. Was haben wir hier im Chat? Kaffeemangel, Rave-Entzug. Ganz viel kein Kaffee haben wir. Du nimmst die Zombie, tot durch Toaster. Oh ja, der brennende Toaster sucht mich dann als Zombie-Toaster, sucht er mich wieder heim. Aha. Sonnenbrand. Berghain hat zu, keinen Bock mehr auf Leben. Okay. Ja, aber guck mal, wenn ich jetzt nur noch Matcha trinke, dann kann ich ja, auf Rasentee umsteigen, dann geht das ja. Ja, die meisten schreiben Kaffeeentzug, ja. Beim Bouldern gebissen werden von kletternden Zombies. Marty würde überleben, weil du dich durch jede enge Ecke durchzwängen kannst. Ich war tatsächlich gestern beim Yoga und da habe ich tatsächlich noch ein paar neue Arten und Weisen gelernt, wie ich mich verrenken kann, die mich selbst erstaunt haben, muss ich sagen. Also fürs nächste Duell von gelenkigster Streamer Deutschlands, ich bin vorbereitet, ja. Ich bin vorbereitet. Haben die nicht Far Cry 7 angekündigt? Ich habe es, wenn nicht, mitbekommen, aber wir können es gleich gucken, wenn ihr Bock habt. So. So, prepare your anus. Oh ja, prepare your anus. Aber während ihr das macht, nicht ins Auge fassen, ne? Haben wir heute gelernt. Haben wir heute gelernt, ja. Doc Fu Manchu, Hallöchen. Prepare your asus. Es tut mir so leid. Wenn das eine Kooperation mit Asus war, ich glaube, das war eine Kooperation mit Asus. Den Call mit der Agentur danach, den hätte ich gern gehört, muss ich sagen. Der war bestimmt genauso witzig, wo dieser eine große amerikanische Streamer irgendwie Werbung gemacht hat für McDonald's oder Burger King. Und dann dreimal im Stream den falschen Burger-Namen gesagt hat. Weil die einen haben doch den Big Mac und die anderen haben irgendwie den Whopper, keine Ahnung, wie das heißt. Und der hat irgendwie dreimal im Stream den Namen von der Konkurrenz gesagt. Da gab es auch richtig Stress. Das war die. Ich meine, also der Clip wurde bestimmt sehr viel geshared. Reichweite hat das Asus auf jeden Fall gebracht. Oh, scheiße. Oh, aber dem muss so der Arsch auf Grundeis gegangen sein in dem Moment. Scheiße. Ich kann das gerade sehr nachfühlen. Kacke, Alter. Slim Shady, dankeschön für den 40. Monat. Dankeschön. Sportlich begabt wäre. Und das ist auch gut so. So, prepare your anus. Oh ja, prepare your anus. Prepare your anus. Prepare your asus. Es tut mir so leid. Oh mein Gott. No!
Ja, ihr habt ja gesagt, Palworld ist wie Ark, ne? Jetzt sehe ich auch, was ihr damit meint. Vor allem ein Verbrechen wird gerade begangen. Hallo? Im Boden seien es verboten. Wie schieße ich denn mit dem Bogen? Moment. Kaffee trinken ist nicht, die Kamera muss gerettet werden. So. Oh. Hallo? Okay, das ist Betrug. Es war uns eine Ehre. Wir hoffen, wir haben euch unterhalten. Wenn nicht, dann mir doch egal. Ciao. Ja, Leute. Und das war's auch heute wieder mit der aktuellsten Folge Stream Clips Germany. Habt ihr es vermisst? Das machen wir ab jetzt wieder jeden Mittwoch. Jeden Mittwoch gucken wir die neue Folge SCG. Und wir machen jetzt sogar weiter mit Reactions, weil ich habe mir gesagt, ich habe ein bisschen meinen Streamplan geändert und so, habe überlegt, was könnten wir denn machen. Ich habe mir gesagt, wir machen das jetzt einfach so. Der Mittwoch ist offiziell Reaction-Mittwoch. Mittwoch ist der Tag, wo wir Videos gucken.